erste Zylinder und hier haben wir 45. Okay, 4 Fehler haben wir. Kein Service, gar nichts. Das letzte Mal, wo dieser Partikelfilter gereinigt wurde, hat sich das Scheuergerät das Ganze gespeichert. Ah, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Es geht weiter mit unserem Rallye-Taxi. Bei dem letzten Video haben wir eine Probefahrt gemacht, wo wir die ganzen Ersatzteile eingebaut haben und haben gemerkt, dass der von hinten am Differential sehr viel Geräusche macht. Ja, normalerweise, wenn er hinten Differential Geräusche macht, dann sind die meistens kaputt. Wir wollen mal schauen, wie viel Liter wir noch hier drin haben und ob wir Späne drin haben. Boah. Wow. Aber so, wie das aussieht, wird der noch nie aufgemacht. Oh, nichts runterlegen, weil ich mir sicher bin, dass hier nichts rauskommt. Guck dir das an. Das sieht schon sehr schwarz aus hier. Ne, da muss man viel tun, dass Differentialöl schwarz wird. Jetzt versuche ich das Ganze mal aufzufangen, wie viel hier drin ist. Aber guck dir das Öl an. Einfach nur schwarz. Sollte eigentlich ein bisschen rötlich sein, ist es auch ganz leicht. Ja, also ganz leichte Späne haben wir. Was natürlich auch normal ist, ne? Aber okay, so extrem viele Späne haben wir nicht. Ganz ehrlich. Also geht. So viel ist das nicht. Es könnte auch Dreck sein. 75W90. Wenn wir jetzt Atomium reinklatschen, was extra für Differential ist. Das sind die ganzen Mineralien. Die müssen wir jetzt gut schütteln. So, hast du super geschüttelt. Überhaupt. Ist das hier? Ja. Merkt man gar nicht. Wir machen das einfach hier rein. Also ich sag dir, wenn das Differentialöl so aussieht, Ibo, will ich gar nicht wissen, wie Getriebeöl und Motoröl aussieht. Wir haben keine Ölzettel drin. Checkheft habe ich auch nicht. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob der hier nach 650.000 gelaufen ist oder was weiß ich, 1,6 Millionen. Haben wir 1,4 Liter reingeklatscht. Okay. Genau 1 Liter. Wie schwarz dieses Öl ist. Ein Differentialöl darf nie im Leben so schwarz werden, ey. Wir werden jetzt einmal Probe fahren, gucken. Also der wird sich jetzt sowas von freuen. Gefühlt läuft der schon besser. Wir wollten den ja gestern nochmal fahren. Haben den gewaschen. Ja, dann wollten wir halt mal gucken, ob die Geräusche vom Differential weniger wurden. Er hat angefangen zu zittern, hat kein Gas mehr angenommen und angefangen ganz komisch zu rauchen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Panik geschoben. Als ich den hier hingefahren bin, hat die Motorkontrollleuchte angefangen zu brennen. Ja. Guck mal. Motorkontrollleuchte. Ich vermute vielleicht eine Düse, aber ich glaube, bei 650.000 haben wir was mit dem Partikelfilter. Taxi fährt sehr viel Kurzstrecke und das ist natürlich nicht gut für den Partikelfilter. Okay, 4 Fehler haben wir. Und jetzt schauen wir mal nach, was für Fehler. Boah! Partikelfilter voll. Fahrpedal Position 1, Unterbrechung, Kussschluss. Abgastemperatur, Überwachungsfunktion. Temperatur zu niedrig. Ist ja klar, wenn Partikelfilter voll ist. Injektorenabgleich prüfen. Ah. So, was können wir löschen? Ja, der wurde gelöscht. Anzahl 0. Genau das ist meine Befürchtung gewesen. Partikelfilter ist voll und wo ich gefahren bin, hat der auf jeden Fall nicht mehr gezogen. Also wenn wir einen kaputten Injektor haben, ist natürlich auch nicht gut für den Partikelfilter, auch nicht für den Motor. Klar, Kolben kann durchbrennen. Alles ausgebaut, Lambda-Sonde ist ab vom Partikelfilter. Und ja, wie man schon sieht hier, ja, schön Ölverlust von der KGE. Und dann natürlich hier auch Vakuumpumpe, Unterdruckpumpe. Da ist ja auch hier so eine Abdeckung, wo der Luftfilterkasten draufkommt. Und achtet mal den Luftfilter, Leute. Kannst du mir noch nicht sagen hier, dass das Auto gefärbt ist, echt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das war auch drin. War das hier drin? Keine Ahnung. Oder ist das vom Luftmassenmesser? Kann auch nicht sein. Keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Lag auf jeden Fall drin. Ja, also richtig dreckig, so wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, ich krieg Post. Cool. What is this? Ein paar Pakete bekommen.
Aber das ist wichtig. Und jetzt schauen wir mal, wie der Partikelfilter von innen aussieht. Da bin ich mal gespannt. Ja, was heißt Partikelfilter? Ihr dürft nicht vergessen, erst kommt Cut und danach Partikelfilter. Ist ja beides in einem. Aber das Gute daran, wir haben keine Risse. Nichts, also oberflächlich sieht alles gut aus. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass der innen gut aussieht oder nicht. Also obenrum, vom Cut her, sieht es gut aus. Partikelfilter können wir nicht reinschauen. Das ist auch geile Leuchte, ne? Von TEPCO. 500 Lumen, so eine kleine Lampe. Ja, ich kann euch nicht sagen, ob der mal gewechselt wurde, aber er sieht stark danach aus, dass das Originale ist. Auf jeden Fall, das Erste, was man kontrolliert, ist natürlich, ob die Injektoren kodiert sind. Da sieht man die Nummer, jede Nummer ist anders und das muss im System hinterlegt sein. Haben wir schon kontrolliert und ja, die sind alle richtig, auch alle in richtige Reihenfolge, ist auch sehr, sehr wichtig. Hast du schon mal gemacht, Ivo? Okay. Einspritzdüsen kontrolliert, ob die in Ordnung sind oder nicht. Einspritzdüsen. Ah, damit ist es interessant für dich. Und vielleicht für den einen oder anderen auch. Wir werden die Rücklaufanschlüsse einmal abbauen und werden 4 Injektoren anschließen. Rücklaufleitung haben wir schon rausgeholt. So sieht das Ganze aus. Ne, das ist geil hier, so eine Klammer. Und dann sind die hier drinnen gesteckt. Wir haben für den Originalanschluss. Also packen wir die da drauf. Dann zeige ich dir auch, wie das hier funktioniert. Packst du den hier rein. Und dann da rein. Zack, ist der drinnen. Und dann hinten so zumachen. Das war's. Ganz easy. Hier, dieser Anschluss da rein. Bam. Und dann so zu. Zack, den wieder da drauf stecken, 2, 2, den da drauf stecken, das ist die Rückleitung, die machen wir hier rein, schön, zack, 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 und dann wird Rücklauf schön alles hier reinlaufen. Ja, jetzt kannst du starten. Der ist warm, fangen gleich an, das ist das Gute. Du musst jetzt 5 Minuten laufen lassen. Und die ersten Tropfen kommen schon. Ja, der Druck ist auch schon da. Und jetzt kommt der 4. So, genau 5 Minuten. Hier haben wir 55. Milliliter. Hier gucken wir mal hier an. Ich habe den jetzt gerade ein bisschen verschüttelt. Hier sind wir ungefähr, ich würde sagen, so 52, 53 Milliliter. Hier haben wir auch 55 Milliliter. Und hier haben wir, was natürlich echt sofort auffällt, hier, das ist der erste Zylinder. Und hier haben wir 45. Das heißt, erste Zylinder ist höchstwahrscheinlich kaputt. Im warmen Zustand haben wir gesehen, erste Zylinder. Und jetzt gucken wir im kalten Zustand nochmal. Motor ist kalt, schön kalt geworden. Und jetzt starten wir den. Wir haben den natürlich ein bisschen sauber gemacht. Kann sein, dass er ein bisschen qualmt, aber ist nicht schlimm. So, und das Ganze nochmal 5 Minuten und dann schauen wir uns nochmal an, im kalten Zustand, ob die Werte sich nochmal ändern oder bleibt das alles gleich. Ganz wichtig, die müssen dicht sein, die sind hier auch. So, jetzt haben wir den ausgemacht. Eidosch, siehst du das? Ja. Also hier haben wir fast 65. Das erste und der letzte ist nicht gut. Die beiden müssten gleich auch gleiche Menge haben, genau. Wie die mittleren auch, ne? Genau. Bei dem ersten war zu wenig. Und die letzten drei waren okay. Und jetzt haben wir so im kalten Zustand, dass der erste und der vierte nicht okay ist. Mhm. Auf jeden Fall, das ist gut. Jetzt wissen wir, erste und vierte Zylinder laufen nicht gut. Aber wir werden alle ausbauen und alle wegschicken. Fehlermeldung war ja auch, wie wir den Mengenabgleich machen sollen.
Weil der sagt, irgendwas stimmt da nicht. Okay. Und er hat recht. Ja. Im kalten Zustand sind zwei Zylinder betroffen. Also der erste und der vierte. Im warmen Zustand war nur der erste. Auf jeden Fall hier, Tecpo. Also ihr könnt sowas auch selber bauen. Aber ganz ehrlich, das Ding kostet 30 Euro. Ich würde sowas kaufen. Und ihr habt die Adapter dafür. Wie viele Hand ist das überhaupt? Das will ich jetzt auch mal wissen. 1, 2, 3. Also ich wäre der vierte Hand. Der hat uns gar nichts mitgegeben. Wir haben ja nur den Fahrzeugschein. Ein Fahrzeugbrief. Also keine AU, keine... Kein Service-Safe, gar nichts. Es ist ja unüblich. Ja. Das heißt, wenn man ein Auto kauft, wenn er dir nur den Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief in die Hand gibt, kein Kaufvertrag. Ne? Was fällt dir hier auf? Außer, dass es dreckig und ölig ist. Mhm. Was sollte mir auffallen? Keine Servicekleber! So, guck mal, da ist keine Serviceaufkleber. Du kannst doch nicht sagen, dass ein Taxi 17 Jahre alt ist und nicht mal hier, was weiß ich, wann wurde mal hier ein Ölwechsel gemacht, Bremsflüssigkeit, Klimaservice, was nichts, auch immer. Nichts. Gar nichts. Und wenn du den Luftfilter hier siehst, der ist so original, von Mercedes. Nein. Ja. Nein. Ja. Guck dir die doch haben das nie gewechselt. Das Auto wurde nur getreten, nie gepflegt, nie. Der Kraftstofffilter, der ist schon verrostet. Kraftstofffilter ist der? Ja, guck dir den Innenraumfilter an. Guck dir das alles an. Schwarz. Wie geht's? Mach mal nochmal auf. Also, ihr seht das, ne? Ekelig. Zeig ich dir was. Jetzt kommt der Hammer, oder? Wir gehen auf den Partikelfilter. Wartet. So, Wartungsfunktion. Hier siehst du das, Partikelfilter. Das letzte Mal, wo dieser Partikelfilter gereinigt wurde, während der Fahrt oder im Stand, was auch immer, hat sich das Steuergerät das Ganze gespeichert. Ah, okay. Kilometerstand bei der letzten erfolgreichen Regeneration des Partikelfilters war bei 940.038. Oh mein Gott. Oh mein Gott, genau so ist es. Das Auto ist ja viel mehr gelaufen. Ich will hier keinem was unterstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, hier hat einer was runtergedreht oder auch nicht. Das will ich auf jeden Fall keinem was unterstellen. Ja. Und du darfst nicht vergessen, das Auto hat 1000 Euro gekostet. Ja, schon, ne? Aber trotzdem ist das alles so, es wurde nichts gesagt dazu. Nee, andererseits, es wurde ja auch von jemandem verkauft, dem das nicht gehört. So ist es. Also, steht hier einfach dick und fett 940.000. Ja. Steht dick und fett. Wahnsinn. Und ich bin schockiert. Genau. Und jetzt stellen wir vor, jetzt innen drin steht ja knapp 650.000. Ja. Es ist Wahnsinn, ne? Das ist auf jeden Fall heftig. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Habe ich auch nicht gedacht, ganz ehrlich. Aber deswegen ist auch wirklich nirgendwo ein Aufkleber für irgendeinen Service, kein Serviceheft, gar nichts vorhanden. Als ich das Auto gekauft habe, habe ich ja sofort drauf geachtet. Ich habe gedacht, okay, 17 Jahre alt, 650.000, Taxi kommt hin, drinnen geschaut habe, dass wir nichts gefunden haben, wie zum Beispiel Inspektionsheft, TÜV-Bericht oder vielleicht Rechnungen, gar nichts. Und das war für mich schon ein Anzeichen, wo ich gesagt habe, okay, hier stimmt was nicht. Es kann aber sein, also sechsstellig ist Tacho, und dass wir anstatt 650.000 1.000.000 und 650.000 haben. Aber weißt du, was ich mir vorstelle? Mhm. Du weißt doch, wie wir Ansaugbrücken sauber machen. Mhm. Soll man nicht mal einen Partikelfilter sauber machen? Geht das denn? Kann man das denn machen? Oder probieren wir einfach? Einfach probieren. Kann man da was kaputt machen? Partikelfilter, ja klar, können wir auch kaputt machen. Aber er sagt ja, sowieso voll. Das ist ja genauso ein Auto, wo man das testen kann. Keine Ahnung, wie du möchtest. Ja? Wenn du meinst, das ist, können wir so probieren, warum nicht? Servicetechnisch haben wir viel zu tun. Ich sage immer noch 650.000, aber hat er ja nicht. Hat er nicht? Angeblich, weiß ich nicht. Ja, aber das ist doch so, so ein Gerät gibt doch nicht. Da muss doch mal was vom Steuergerät aufgenommen worden sein, oder? Sonst würde das, dieser Wert ja gar nicht angezeigt werden. Die letzte Reinigung wurde bei 940.000. Genau, das ist ja nichts Gelogenes, das ist ja, steht ja da drin. Das ist ja so gespeichert. Das raus. Wenn den Partikelfilter jetzt ausbauen, das wird im nächsten Video sehen, was wir mit dem Partikelfilter vorhaben. Ich will keinem was unterstellen, ich bin auch nicht sauer, auch wenn es so ist. Auf Türkisch sagt man, heller oder schossen, alles gut. Mir ist es egal, also der kann auch 3.000.000 haben. Es ist ein Tester, ich glaube den jetzt nicht zu 100%. Ich würde auch niemals sagen, der wurde runtergedreht oder sonst was, ne? Wir haben ja auch nur gezeigt, der zeigt das an. Der zeigt das an, deswegen, alles gut. Beim nächsten Video werden wir den Partikelfilter genauer anschauen, okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz. Bis dann, Treppe. Ciao. Eidosch! Yes! Hier kommt das Wasser rein. Das ist ein Partikelfilter, der schon über 1.000.000 hat, höchstwahrscheinlich. Rohrreiniger, hilft auch für Partikelfilter. Viel hilft viel.
Wer kann das schon von sich behaupten, dass wir für 3,99 unser Partikelfilter sauber machen? Was natürlich interessant wird, werden wir die Abgasuntersuchung bestellen. Ja.